Heute nehme ich euch mal mit auf meinen Balkon. Da wollen wir mal ein Makeover machen. Aber erstmal zeige ich euch den Blick hier raus. Der ist nämlich super schön. Nur grün, alles Bäume, wunderschön. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Heikes Welt. Heute möchte ich mal mit euch ein Video machen mit dem Thema Balkon Makeover. Ja, was heißt Makeover? Ja, Umgestaltung, Verschönerung, so nach diesem Motto würde ich das mal bezeichnen. Und ich zeige euch jetzt mal, ihr seht schon hinter mir und ich habe es euch ja eben auch schon so ein bisschen gezeigt, den Blick, wenn ich aus meinem Wohnzimmer auf den Balkon komme, so, dann gucke ich nur in grün und wunderschön. Und ja, dann zeige ich euch jetzt mal, was hier so alles so rumsteht auf dem Balkon. Und ja, aber als allererstes zeige ich euch mal, wie er ausgesehen hat, als ich hier eingezogen bin. Das zeige ich euch als erstes und dann gucken wir uns mal die ganzen Blumen hier in den Kästen an. Und es sind so viele, also ich muss sagen, ich habe sie wirklich mir aufgeschrieben. Es sind über 20 verschiedene Blüten, die ich hier habe. Aber ich möchte euch das einfach mal zeigen. Ja, und dann werden wir auch noch meine Bank, die ich hier zu stehen habe, auch noch mal ein bisschen verschönern. Und das zeige ich euch jetzt gleich mal als allererstes, wie die nämlich aussieht im Augenblick. Und dann habe ich aber hier auf dem Balkon auch noch zwei, drei andere Sachen, die wir vielleicht auch noch ein bisschen aufpimpen, verhübschen. Ja? Ja, das ist mal der Balkon im Ganzen. Schöner Ausblick. Und auch die Sonne scheint hier. Und das sind die Blumenkästen und das ist hier drin. Das hier ist eine Pfingstrose und daneben auch. Und da waren das mal, glaube ich, so kleine Osterglocken. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißen. So sieht es hier aus. Das ist hier so ein Erika-Kraut. Das gefällt mir nicht. Das mache ich raus. Aber so sieht es jetzt hier erstmal aus. Alt und benutzt. Und die wollen wir ein bisschen aufpimpen. Und dann habe ich hier... Ja, hier ist auch nochmal der Tisch, den ich immer so ein bisschen hin und her schiebe. Den haben wir schon mal in so einem Lindgrau angesprüht. Ja, so sieht es ja aus. Ja, und da ist natürlich der Schirm. Und da ist unten das große Gestell und da liegt so ein richtig dicker, fetter Sandsack drauf, damit es nicht umkippt beim Wind und abgehoben wird. Ja, der ist schon so ein bisschen... mit grünen Spannen, aber liegt er gut und tut seinen Zweck. Ja, ihr habt ja gesehen, das sind hier vier, fünf einzelne Kissen, die ich jetzt hier immer jedes Mal rauspacke, so in so einem Beige-Ton. Dann habe ich tatsächlich ein bisschen rumgeguckt und rumgegoogelt nach Gartenmöbelauflagen, also Bankauflagen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, die meisten haben mir nicht gefallen. Also entweder sind sie einfarbig oder gestreift oder irgendwie irgendwelche blöden, dunklen Töne. Fand ich jetzt nicht so schön. Und ich habe aber eine gefunden und die zeige ich euch jetzt mal nachher zusammen. Machen wir, zeige ich euch nochmal alles. So sieht die aus. Und ist auch für Rückenlehne und zum Draufsitzen. Ja, bei Gartenmöbelauflagen und das ist schon auch eine Spezialanfertigung. Auch da gibt es natürlich andere Muster, aber ich fand dieses Muster hier, habe ich gedacht, das ist mal ganz was Besonderes und gefällt mir richtig gut. Ja, und dann die Bank, braun. Oll und braun hat mir auch nicht gefallen, habe ich auch ewig hin und her überlegt, was mache ich jetzt. Und ja, die meisten Bänke sind braun, aber passte jetzt nicht so richtig gut dazu und da habe ich gedacht, so, es ist meine Bank und dieser Platz hier auf dem Balkon ist einer meiner Lieblingsplätze. Ihr habt ja gesehen, wie wunderschön der Ausblick hier ist und hier sitze ich wirklich richtig gern, weil der Blick in die Bäume einfach super schön ist. Und ja, was passt jetzt zu dieser Auflage? Wie gesagt, es ist meine Bank und deshalb habe ich gesagt, so, pink
ist meine Farbe und die habe ich mir jetzt auch tatsächlich bestellt. Ich will euch noch einmal was zur Farbe sagen. Ich habe die bei farbenlöwe.de, bin ich auf die Webseite gegangen und ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich für die entschieden, weil die sagen, man muss es nicht abschleifen. Und da dachte ich, ja, das ist ja dann schon mal ein bisschen weniger Aufwand. Und da geht man auf diese Seite und dann wird gefragt, ja, welches Produkt möchtest du denn eigentlich anstreichen? Eine Küche oder Metall oder was auch immer. Und ich habe jetzt gesagt, Holz. Und dann ist die nächste Frage, drin oder draußen oder beides. Und ich habe gesagt, draußen. Und dann wird man weitergeleitet. Und dann kam ich eben, ja, zu dieser, haben die scheinbar eine Kooperation mit dem Hamburger Bootslackfirma. Und da dachte ich, ja, Bootslack, das ist ja genau das Richtige. Und dann kann man noch entscheiden, ob man ja den Glanzgrad, ob man es matt oder seidenmatt oder glänzend haben möchte. Und ich habe mich für seidenmatt entschieden. Und ja, der Farbton, ich habe es auch noch mal geguckt, ist Erika Violett heißt der. Also ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber ich würde mal sagen, die haben über 50 verschiedene Farbtöne. Und da findet bestimmt jeder was. Das wollte ich euch noch mal sagen. Vielleicht will es ja der eine oder andere auch nachmachen. Oder was anderes streichen. Ja, jetzt habe ich hier ein bisschen Plastik hingelegt, habe es auch unter den Schirm gelegt. Und ja, hier ist jetzt die Farbe, habe es einfach mal umgedreht, Pinsel. Und dann habe ich aber hier auch Rollen, weil ich mir denke, dass das, ja, Lackrollen, ich denke, das sollte damit dann ganz gut gehen. Und jetzt, habe ich ja gesagt, knallig, knallig. Darf ich einmal so zeigen? Tolle Farbe, finde ich. Gefällt mir super. So, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen umrühren. So, und dann haben wir hier die Schale für die Farbe. Und da habe ich aber letztens eine ganz tolle Idee gesehen. Wenn man da nämlich eine Folie reinmacht, dann kann man die hinterher gut einfach die Folie rausnehmen. Dann ist nicht immer diese Schale so voll Farbe. Und das habe ich gedacht, das finde ich eine gute Idee. Das probieren wir doch gleich mal aus. Ja, die Ecken mache ich mit dem Pinsel, das geht besser. So, jetzt gibt es mal nach einem Tag einen kurzen Zwischenstand. Ja, es ist schon eine Menge zu machen. Ist sehr zeitaufwendig. Aber jetzt geht es gleich weiter. Ich wollte es euch einfach nur einmal zeigen. So, zu einem Balkon-Makeover gehört ja auch noch ein bisschen mehr dazu, als nur eine Bank zu streichen. Was heißt nur? Also das ist schon ziemlich aufwendig und dauert. Also es ist jetzt der zweite Tag, kriegt jetzt, ich bin noch gar nicht einmal mit allem fertig. Aber ich will euch noch was anderes zeigen. Ich habe euch ja schon hier meinen Buddha gezeigt. Und da habe ich mir gedacht, mir gefällt diese Farbe halt so gut. Und der kriegt jetzt auch noch mal ein paar pinkfarbene, ja, Punkte oder pinkfarbene. Ja, also ich stelle mir vor, dass ich hier oben das ein bisschen mache. Und dann werde ich ihn zu meinem ganz persönlichen Buddha machen. Und das zeige ich euch jetzt gleich mal, was ich mir da noch gedacht habe. Wenn wir ihm mal ein bisschen, ja, eine schöne magentafarbene oder pinkfarbene einen Hut machen. So sieht es schon mal aus. Und ja, ist ein bisschen auch wieder mühselig, weil in die Zwischenräume muss ja natürlich auch die Farbe rein. Aber so stelle ich mir das jetzt erstmal vor. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das hier oben nennt. Das sind ja so, wie sieht aus wie so kleine Perlen. Und die sind jetzt schon mal in, ja, Magenta, sage ich einfach mal, gestrichen. Und ja, jetzt kriegt er noch ein bisschen mehr. Mal gucken, da muss ich jetzt ganz vorsichtig sein, damit es nicht verläuft. Also einmal soll dieser Punkt hier noch. Ja. Soll ja mein Buddha werden. Und ich mag Lippenstift und ich mag Ohrringe. Und die kriegt er jetzt gleich nochmal. So sieht es jetzt schon mal aus. Und jetzt kommen hier noch die Ohrringe ran.
So, da ist jetzt noch der andere große Ohrring. Ich zeige es euch natürlich nachher nochmal von Namen. Ja, und also ich mag Lippenstift, ich mag Ohrringe und ich mag Nagellack. Und von daher, da hat er hier auch zwei Nägel, die werden wir jetzt auch nochmal. Ich überlege gerade, ob er Ketten mag ich nicht, aber Armbänder mag ich. Ob ich jetzt hier noch so ein paar Punkte dran mache, da muss ich mich aber ganz doll konzentrieren und da muss ich auch meinen Arm auflegen. Die soll er jetzt auch noch kriegen. Ja, jetzt hat er auch ein kleines Armband bekommen hier. Wie gesagt, ich zeige es euch nachher nochmal von Namen. Ja, finde ich schon sehr speziell, aber gefällt mir gut. Ja, und dann gehen wir mal durch die einzelnen Kästen durch. Ich habe hier, das hier ist eine Valeria, heißt es. Die blüht im Frühjahr sehr schön pink-rosa, wird auch von Bienen sehr gerne benutzt. Hier daneben ist ein Lavendel, ich glaube, das erkennt ihr alle. Hier unten das linke, das ist eine Himbeere, die habe ich erst in diesem Jahr gekauft. Und daneben ist eine Astilbe. Die blüht ja so hell. Dies Jahr nicht ganz so schön, da waren eigentlich immer sehr viel mehr Rispen dran, aber bin ich noch nicht hintergestiegen, warum das so ist. So, dann geht es mal hier weiter. Ganz in der Ecke habe ich Klee. Der sieht auch nicht immer ganz so hübsch aus, aber wird eben auch sehr, sehr gerne von Bienen benutzt. Dann haben wir zwei Hortensien. Ihr seht das eine hier, die hat so mehr kugelige Blüten, die pinkfarbene. Auch wenig Blätter und die linke, das ist so auch pink, aber das sind so kleine Blüten immer dran. Ich guck mal, ob ich euch das mal, so sieht die aus. Na, da sind immer so, ja, kleine Blüten kommen da. So, wirklich auch sehr schön. Ja, dann haben wir dieses grüne Gewächs hier. Ich habe extra nachgeguckt, das ist eine Weißulme. Die hat sich hier ausgesät. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommt. Daneben, das sind weiße Hornfeilchen und das hier, müssen wir nochmal ein bisschen umstellen, dann kommen die, ja, schon verblühten Maiglöckchen. Dann habe ich hier, das ist Lebermoos, heißt das, ja, da habe ich hier noch so eine rostige Figur drin zu stehen und hier dahinter, das sind Astern, die blühen meistens lila oder pink. Natürlich, ja. Dann, das ist jetzt hier schon so ein bisschen verblüht, ganz weiß waren die, ja, außenrum. Das ist eine Pyrenäen-Marguerite. Ja. Dann habe ich jetzt hier einfach in so einem Topf, das ist eine Bougainvillea, die habe ich auch manchmal auf dem Tisch zu stehen, aber ja, auch manchmal da so mit rein. Und dann, ja, zwischendurch immer mal diese Weißulme, wo auch immer die herkommt. Dann haben wir hier Lavendel, rot, weiße hier, pinkfarbene. Das ist Elfenspiegel, nennt sich das. Ja. Und daneben dieses hier ist Zitronenthymian. Dann haben wir diese hier. Da sind auch so Blüten, so ein bisschen dran. Seht ihr auch? Flatterbinse nennt sich das. Ja. Dann ist dazwischen auch nochmal französischer Majoran. Und Wiesenläschgras. Das ist das hier hinten. Ich zeige es euch mal. Dieses, was hier hinten ganz groß wächst. Ganz viel. Ja, mit diesen schönen Rispen auch. Wiesenläschgras. Ja, und dann natürlich noch mal wieder ein bisschen Lavendel. Dieses hier muss ich noch einpflanzen. Das ist eine Karpatenglockenblume. Und hier waren auch blaue Blüten dran, die sind schon abgeblüht. Das ist eine blaue Kapaster. Ja, und dann ist hier ein gelbes dazwischen gekommen. Ich gucke eigentlich immer, gelb und orange sind eigentlich nicht so meine Farben. Aber hat sich hier auch ausgesät, also dann soll sie da auch wachsen. Ja, hier steht ein Oleander, den habe ich im Topf. Den stelle ich ja manchmal auf den Tisch, manchmal jetzt auch da mit hin, je nachdem. Ja, und hier ist ein richtig schönes Pampasgras. Mal gucken, ob da denn die schönen weißen großen Puschel kommen. Ich bin gespannt. Das habe ich letztes Jahr von meinen Kindern geschenkt gekriegt und mal sehen. Also
Ich hoffe, dass das jetzt, also ich glaube, es ist gut angewachsen und wir freuen uns auf die Puschel. Und hier rechts ist eine Rose, die auch eigentlich super schön blüht, hatte eine einzige Blüte dieses Jahr. Ich weiß nicht, warum die nicht gekommen ist, müssen wir sehen. Dann ist hier eine Kletterhortensie. Hier ist griechischer Ahorn und da hat sich auch wieder eine so eine ja, pinkfarbene Blüte ausgesät. Ich habe keine Ahnung, müssen wir noch mal gucken. Und hier am Fenster ist Zittergras und ein großer Bambus. Und hier steht noch eine Pfefferminze. Ja, das ist die fertige Bank. Muss ich euch doch erstmal im Ganzen zeigen. Ja, und der Tisch, wirklich auch die gleiche Farbe. Schön knallig. Und da drüben ist der Buddha. Ja, der hat eine pinkfarbene Haube bekommen, Lippenstift, den obligatorischen Punkt auf der Stirn und Ohrringe, Nagellack und ein kleines Armband. Dann legt er ja hier so die Hände so richtig schön zusammen. Ja, und so sieht es von nahem aus. Kleine Blüten und eine große. Das machen die in Indien auch. Habe ich da gesehen, als ich da war. Ja, nun seht ihr meine schöne neue Auflage hier. Die Bank ist fertig gestrichen und ich freue mich total hier zu sitzen und diesen Blick, den kennt ihr jetzt auch schon zu haben. Und den Tisch weiter hier runter. Dann seht ihr den auch. Und es gibt ja irgendwie keine Zufälle. Also ich sage es mal ganz ehrlich, die Auflage habe ich mir zum Geburtstag selber gekauft. Und ich habe von einer Freundin, die weiß davon überhaupt gar nichts. Die weiß nichts, was ich hier gemacht habe. Die weiß aber, was meine Lieblingsfarbe ist. Und die hat mir zum Geburtstag diese Becher geschenkt. Ja, liebe Gabi, vielen Dank. Und ja, als ich die gesehen habe, ich musste so lachen, weil ich, ja, passt doch einfach wunderbar hierzu. Und gibt es ein bisschen Wasser. Und ich sage einfach mal Prost. Ja, wie hat euch das Makeover von meinem Balkon gefallen? Also einerseits haben wir die Bank gestrichen. Ja, dann habe ich statt der ollen blöden Kissen, habe ich jetzt hier diese super schöne Auflage. Ihr seht es ja, die Auflage ist zweiteilig, ne? Also zusammengenäht schon, aber hat da also eine Lehne und ja, eine Sitzauflage. Und ich finde dieses Muster super schön und finde einfach, dass das gut zusammenpasst. Der Tisch dann noch und den Bruder habe ich euch ja schon gezeigt. Ja, und hier nochmal die super toll passenden Becher dazu. Da ein bisschen pink, in der Mitte ein bisschen pink und da drüben. Ja, diese Becher, die passen natürlich. Also besser geht es ja gar nicht. Und wie immer bin ich natürlich total gespannt, wie euch das gefällt. Und ja, sagt es mir einfach, schreibt es mir mal in die Kommentare rein. Und was ich immer zum Schluss sage, ich freue mich über eure Likes. Ich freue mich über eure Kommentare und ich freue mich über eure Abos. Zuschauer, noch einen Hinweis. Bei mir ist es so, dass ich jeden Samstag um 8 Uhr ein neues Video hochlade. Und ja, wenn manchmal schaffe ich es auch so zwischendurch. Und ja, wenn ihr den Kanal abonniert, freue ich mich sehr darüber. Und dann werdet ihr natürlich auch benachrichtigt, wenn ihr die Glocke aktiviert habt, wenn ich zwischendurch mal ein Video hochgeladen habe. Oder wenn ihr es irgendeinen Samstag vergesst, dann YouTube, hallo, hier ist ein neues Video von Heikes Welt. Ja, in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, wann auch immer wir uns wiedersehen. Ich hoffe bald. Tschüss!